Hi Leute, herzlich willkommen wieder hier bei Let's Create a Game Teil 4. Und jetzt habe ich schon einiges vorgearbeitet. Wir sehen das gleich. Wir arbeiten heute mal an Skills und machen jetzt mal ein Skill für die Asura. Und vorher überlegen wir uns ein paar Elemente. Physisch können wir lassen: Feuer, Eis, Donner, Wasser, Erde, Wind, Licht, Dunkelheit. Das können wir alles selber erfinden. Wir könnten jetzt auch einfach ein Kampfsystem machen und sagen, es gibt das Element Schere, das Element Stein und das Element Papier. Stein schlägt Schere, Schere schlägt Papier und Papier schlägt Stein. Aber das würde so im Praktischen nicht so viel Sinn machen. Was macht denn dann ein Angriff zu einem Scherenangriff oder so? Man kann sich ja alles überlegen, was man auch nur will. Wie gesagt, ihr wisst, man hat hier sehr, sehr viele Freiheiten. Ich habe hier außerdem noch hier Zubehör gemacht. Die Sachen hier sind, die man eigentlich ausrüsten kann. Das sind unsere Slots. Wir haben einen Slot für die Waffe, für den Schild, Kopf, Körper. Und dann als statt Zubehör habe ich hier Ring und Amulett gemacht. Und jedes dieser Arten kann aus einem dieser Typen hier bestehen. Ich möchte nämlich nicht nur einen Zubehörslot, ich möchte Ring und Amulett haben. Man kann natürlich auch zwei Ringe machen, aber das wäre mir jetzt zu viel. Natürlich könnt ihr alles selber mitgestalten. Schreibt in die Kommentare und wir machen das. Die Währung habe ich jetzt Euro genannt. Und wir beginnen jetzt mit den Skills. So, das sind die fertigen Skills hier schon. Wir sehen den normalen Angriff, das ist die Formel, die ihr schon gekannt habt. Der Angriff des Angreifers mal 4 minus die Verteidigung des Angegriffenen mal 2. Das verursacht den normalen Angriff. Wenn wir uns jetzt mal angucken, hier der Feuerzauber. Der macht grundsätzlich 100 Schaden, egal bei welchem Level und wie der ausgerichtet ist. Plus Angriff, magischer Angriff. Magischer Angriff des Angreifers mal 2 minus magischer Angriff des Angegriffenen mal 2. Das ist für Feuer. Für Funken haben wir ja das Gleiche. Und wir überlegen uns jetzt was Ähnliches. Wir wollen jetzt ein Feuerpeitschenhieb machen. Ein doppelter Peitschenangriff mit dem Element Feuer. Okay. So, dann gucken wir uns nochmal an hier. Wir nehmen direkt, diesmal geht der Angriff nicht über die Peitsche, sondern ich will keine sehr komplizierten hier machen. Wir sagen, der magische Angriff mal 2 minus den magischen Angriff vom Angegriffenen mal 2. Und das soll zweimal wiederholt werden. Obwohl es eigentlich auch Sinn machen würde. Wir machen das mit dem, wie wird das nochmal genannt? A-Attack und A. Okay. Wir machen, das ist kein magischer Angriff. Das ist ein normaler Angriff. Der wird nicht über diese Werte hier abgerechnet, über magischen Angriff und magische Verteidigung, sondern über normalen Angriff und normale Verteidigung. Etwas komplex. Also sagen wir, so ist es schon gut. Und da es wiederholt wird, wird es auch stark genug wieder sein. Das heißt, es ist ein doppelter Hieb. So, jetzt gucken wir uns den Skilltyp an. Da machen wir jetzt einen Typ. Oh, ich habe die Kopfhörer gar nicht eingestellt. Entschuldigung. So, überlegen wir uns jetzt, der Skilltyp soll hier heißen, die lassen wir mal, der könnte irgendwas Wichtiges sein. Den nennen wir jetzt Peitschenkampf. Das ist jetzt eine Art von Angriffstalent, den unsere Asura hat. Wir werden es aber nicht auf den Akteur legen, sondern alles über die Klassen machen. Und sagen, sie hat den Skilltyp Peitschenkampf. Und Asura, ach hier ist es, lernt schon ab Level 1, das heißt von Anfang an, den Feuerpeitschenhieb. Gucken wir mal, ob der Skill fertig ist. Also, es ist der Skilltyp Peitschenkampf. Ein Gegner soll davon getroffen werden. Anlass immer. Ja, im Menübildschirm wird es keinen Sinn machen. Sagen wir jetzt mal Kampfbildschirm. Tempo, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Erfolg 100%. Ja, können wir lassen, denn wir haben ja automatisch eine Ausweichrate bei den Gegnern. Das wird sowieso noch verrechnet. Wiederholen 2, richtig. Wir gewinnen keinen Trefferpunkte. Damit beschäftigen wir uns später noch. Es ist ein garantierter Treffer. Ja, es ist ein physischer Angriff. Die Animation soll sein Treffer Feuer. Mitteilung wirkt, genau, Feuerpeitschenhieb. Erforderliche Waffe, dafür soll man eine Peitsche ausgerüstet haben, sonst funktioniert es nicht. Element
Feuer. Es soll ein normaler Gesundheitsschaden sein. Die Abweichung kann um 20% geschehen von der Angriffsstärke. Kritische Treffer sollen auch erlaubt sein. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir noch einen Gegner. Fledermäuse können wir da lassen. Oder wir machen jetzt mal die Schleims hier. Die sind leicht zu besiegen. Die haben nur 25 oder. Die haben nur 25 Verteidigung. Dafür sind sie aber stärker als die Fledermäuse. So. Magischer Angriff spielt jetzt keine Rolle. Das können wir erstmal lassen. Geschick und Glück können wir auch lassen. Das machen wir mal auf 20. Das machen wir auf 15. So. Und dem wollte ich später noch einen Skill geben. Und Tobos, so der, unser zweiter Gegner ist ein, was könnten wir da nehmen? Ein Zombie. Nein. Eine Ratte. Oh. Ich habe keine Erweiterungspacks, aber ich spiele sowieso in meinen eigenen Spielen, möchte ich mehr selbstgemalte Bilder haben. So wie den hier. Sieht natürlich am besten aus. Hier noch eine Spinne. So, diese Spinne, wo ist sie denn jetzt? Achso, natürlich. Spinne. Die hat etwas mehr HP, hat auch einen starken Verteidigung oder eine etwas relativ starke Verteidigung. Die soll so stark sein wie die Fledermaus, etwas stärker. Magischer Angriff können wir erstmal so lassen. Wir hatten wir es nochmal bei dem Schleim. Und Spinne, die soll Geschick. Das können wir so lassen. Ist in Ordnung. Und da geben wir auch ein Skill, und zwar Giftbiss. Giftbiss. Spinne, alles egal. So bewirkt, damit ihr bewirkt, wirkt Giftbiss, da muss keine Waffe ausgerüstet sein, soll ein garantierter Treffer sein. Eine Animation ist nicht nötig, ja, von mir aus ein. Habt ihr dann Biss? Dann machen wir jetzt hier einen normalen physischen Treffer oder einen Effekt. Der Erfolg soll 100% sein, wiederholen, Treffer gewinnen. Anders, nur im Kampf. Im Menü könnte da ein Trank zum Beispiel, kann im Menü und im Kampf. Ein Gegner ist in Ordnung. Skilltyp speziell. Soll gar keine Magie kosten. So, und jetzt kommen wir zum Schaden. Das soll Formel, wie viel soll das machen? Das soll ungefähr genauso stark sein wie normaler Angriff. Ja, von mir aus wie ein normaler Angriff. Aber man soll hier den Zustand hinzufügen. Gift. Die Zustände können wir auch selber erschaffen. Zum Beispiel Bluten oder was einem da auch immer einfällt. Da gibt es noch viel mehr, was man machen kann. So, Gift soll ich hinzufügen. 100%, ja. Von mir aus. Oder sagen wir mal hier, der Zustand wird zu 90% hinzugefügt, um es spannend zu machen. Wir hatten jetzt hier für den Feuerpeitschenhieb gar kein Symbol, da können wir das hier nehmen. Für den Giftbiss müsste es eigentlich auch Zähne geben oder sowas. Ich sehe es gerade keine Zähne. Ich nehme jetzt einfach das Symbol, es ist ja auch vollkommen egal. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. So, dem Gegner Spinne geben wir jetzt noch die Möglichkeit, den Giftbiss zu wirken. So, die Bewertung bedeutet die Rangfolge, wenn wir, das ist relativ, welche Zahl, die Zahl spielt an sich gar keine Rolle. Es kommt nur darauf an, wie die im Verhältnis stehen. Wenn wir jetzt Angriff 5 gegeben haben und den Giftbiss die 4 geben, dann wird der etwas seltener kommen. Aber ich will, dass der genauso auf da kommt wie der Angriff, damit man vergiftet werden kann. Oder sagen wir mal 4, ist auch in Ordnung. Immer, man kann auch sagen, jetzt hier von Runde so und so, oder wenn er nur noch so und so viel Leben hat, das ist für Bosskämpfe, kann man viel machen. Wir sagen aber jetzt immer, Gold soll er fallen lassen 10 von mir aus, oder sagen wir mal 5. Erfahrung soll man 2 Punkte haben, was hatten wir bei der Fledermaus? 1, hier 2, der lässt etwas mehr Gold fallen, und die Spinne lässt, nein, wir machen es nochmal anders, der Schleim lässt Tränke fallen, bei einer Wahrscheinlichkeit zur Hälfte. Und die Spinne lässt Gegenstand Heilkräuter fallen. Das habe ich nicht selber gemacht, der ist schon Standard drin. Heilkräuter, ich sehe es gerade gar nicht. Alle negativen Statuseffekte entfernt. Das reicht für unsere Zwecke. 1:1 ist in Ordnung. Und jetzt fangen wir hier an. Wir sagen jetzt hier im Traumland, so habe ich dieses Karte hier genannt. Wo war es doch gleich? Genau. Also.
Die Fledermaus, soll, die, der Schleim soll in Häufigkeit 5 in Regions-ID 1 sein. Und, ach, zwei Schleime gleich. Okay. Und wo ist jetzt gleich die Spinne? Ach, die, das haben wir vergessen. Wir müssen natürlich hier noch, wie ich es euch schon mal erklärt habe, Gruppen, Truppen, hier ist es. Machen wir eine neue Kampftruppe, denn technisch gesehen kann man nur gegen Gruppen kämpfen, auch wenn es nur einer ist. Sagen wir, eine Spinne reicht, die sind die, ja, die vergiften können, die stellen wir mal hier hin. Automatischer Name, Spinne. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal hier rein und sagen, in der ID 2 soll die Spinne vorkommen, mit der gleichen Häufigkeit. 2 ist Spinne. So, jetzt gehen wir hier in die Region und setzen wie bei Pokémon hier die Spinne rein und hier den Schleim. Damit man noch auf dem Rasen gehen kann, speichern und jetzt testen wir das Ganze mal. So, wir spielen es jetzt noch einmal durch und dann werde ich speichern, damit wir nicht immer hier beginnen müssen. So, wir kennen das Ganze schon, das Spiel. Das müssen wir natürlich ausrüsten. Wenn man ein Spiel, wenn man tatsächlich ein Spiel für andere Leute programmiert, dann sollte man hier Hinweise geben, wie das Spiel funktioniert. Ach, da können wir gleich die Feuer, den Feuerangriff ausprobieren. Oh. Dann weiß ich, woran es liegt. Der Angriff muss mal 4 sein, genau wie beim ersten Mal. Das werden wir aber jetzt gleich umgehen alles. Wir werden das schon machen. €4 gefunden. Das ist schon mal gut. 4 Euro. Jetzt gehen wir hier ins Bierzelt. Den Teleporter habe ich wieder verworfen. Obwohl er immer noch aufgebaut ist. Ja, in Ordnung. Ich arbeite hier. Gerne. Wenn ich dafür ein paar Sachen bekomme. Ein Bier. Hier bitte sehr. Okay. Und hier. Was macht? Wir kämpfen jetzt nicht gegen das Turbus. Wir rüsten jetzt die Peitsche ist richtig. Was mache ich denn da? Auf den Kopf. Ach, das ist jetzt nicht hier. Super. Habe ich den Footballhelm noch nicht als Kopf abgezeichnet. Das ist natürlich schlampiges Arbeiten. Dann machen wir es jetzt ganz anders. Wir speichern jetzt. Und wir heben diese zwei Sachen. Da können wir gleich wieder aufrufen. So, die Gegenstände. Der Footballhelm ist natürlich kein Körper, sondern Kopf. Und der Skill Feuerpeitschenhieb. Natürlich könnte man es einen Zustand namens Verbrennen machen. Man könnte einen Zustand namens Verbrennen machen. Aber das, ach, hier kommen so Magiepunkte, sollen auch verbraucht werden. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht und das Element Feuer wirkt nur, wenn wir hier einem Gegner zum Beispiel sagen, ja, sagen wir mal, Spinne ist gegen Feuer empfindlich. Das macht dann nochmal die Hälfte mehr Schaden. Das heißt 150%. Jetzt wird es erst interessant. Zustand verbrennen ist gar nicht mal schlecht. Da denke ich dran, das mit einzubauen. Ja, brennend oder so. So, manchmal tauchen Fehler im Spiel auf, wenn Sachen, die im Spiel schon existieren, plötzlich weggenommen werden oder so. Aber da wir diesen Helm, das ist universal ausrüstbar. So. Ach, das Schild geht auch nicht, aber dafür müsste das hier gehen. So. Ja, das ist ja intelligent. Das Boot bleibt da. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Hier können wir jetzt rumlaufen, wie wir wollen. Und jetzt gehen wir mal in das Gras zu der Spinne. Müsste gleich eins auftauchen. Ach, hier haben wir noch keinen Kampfbildschirm gemacht. Ich wollte euch heute die coole Kampfbildschirme zeigen. Jetzt sieht das noch aus wie, was ich. Haben wir natürlich jetzt, habe ich versäumt. Ich habe es bei den anderen beiden Maps gemacht, hier nicht. Mal gucken, was die Feuer ausrichtet.
Ja, haben wir Glück gehabt, sind nicht vergiftet worden. Heilkräuter gefunden, können wir gebrauchen. Jetzt gucken wir mal bei den Schleims. Müsste auch gleich eine auftauchen. Ja, wegen dem Footballhelm sind wir schon besser ausgerüstet. Wir nehmen jetzt einen Gegenstand, wir schlucken mal einen Trank. Ah, der heilt zu viel, das müssen wir noch einstellen. Mana-Trank müssen wir auch noch machen und sowas. Kann natürlich sehr viel mit den Gegenständen an, da sich ausdenken, was diese zeigen. Ich würde nicht so weit gehen, dass es ohne Plugins und unendliche Möglichkeiten gibt, aber sehr viele, und mit Plugins gibt es eventuell wirklich unendliche Möglichkeiten. 10 Euro, hier werden wir reich. Müssen noch ein paar Händler hinmachen und sowas. Ach komm, wir wollen dir mal eine Chance geben, wir wollen dir mal vergiftet werden. Natürlich will man nur in seinem eigenen Spiel vergiftet werden, wenn man den Giftskill selber erstellt hat, sonst will man nicht vergiftet werden. So, jetzt nehmen wir mal diesen Heilkraut. Ja, jetzt werden wir hoffentlich nicht schon wieder Giftbiss. Haben wir Glück gehabt. Gut. Also, das Spiel erhält langsam einige kleine Züge. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch um die Story kümmern. Ich bitte nochmal um Vorschläge, die ihr habt. Weil mir gehen echt langsam die Ideen aus. Ich habe schon mehrere Spiele, an denen ich arbeite. Und damit das hier eine relative Zukunft hat mit diesen Dingen, würde ich euch, wenn ihr zuschaut, einfach mal empfehlen, gebt mal ein paar Vorschläge oder so. Ihr könnt alles Mögliche, also lasst auch ein Like da. Ich danke euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.